209-749-44. Zahlen. Die Welt der Zahlen hat die Menschen schon immer fasziniert. Es gibt Glückszahlen, Unglückszahlen. Aberglaube hängt damit zusammen. Sehr faszinierend. Die Kreiszahl Pi mit einer unglaublichen Anzahl von Stellen hinter dem Komma. Schon vor tausenden von Jahren haben die Menschen mit Zahlen den Lauf der Himmelskörper berechnet. Ich treffe jetzt einen Wissenschaftler, der sich auskennt mit magischen Zahlen. Der Mathematikprofessor Günther Ziegler in Berlin. Er beschäftigt sich unter anderem mit dem Geheimnis der unendlich vielen Nachkommastellen von Pi. Irgendwo hier auf dieser Seite, da muss die 1.000.000. Nachkommastelle von Pi sein. Herr Professor Ziegler, warum druckt man ein solches Buch? Ich glaube einfach, um das mal anfassbar zu haben, dass diese verrückte Zahl Pi diese unendlich vielen Stellen hat. Und wenn man sich einfach die ersten 2 Millionen Stellen mal anschauen will, dann hat man sie hier mal wirklich in der Hand. Gibt es da eigentlich den Beweis, dass Pi wirklich endlos viele Stellen hat? Ja, also dass Pi sich nicht wiederholt, wissen wir seit dem 18. Jahrhundert. Also dass Pi keine Bruchzahl ist. Das heißt, insbesondere kann es nicht irgendwann dann nur noch Nullen kommen. Und seit dem 19. Jahrhundert weiß man, dass Pi transzendent ist, also dass es auch keine Polynomgleichung gibt mit ganzzahligen Koeffizienten. Wie kommt man eigentlich auf die, ich sag jetzt mal, 5.000.000. Nachkommastelle? Wie berechnet man die? Also dafür braucht man irgendeine Formel, die Pi ergibt und die man versucht dann auszuwerten. Und da gibt es auch aus dem 18. Jahrhundert Formeln, die eigentlich Pi ausrechnen. Und die ersten Formeln, die man da hatte, die sind wirklich sehr, sehr schlecht. Also da gibt es die Formel, die sagt, wenn ich 1 minus 1 Drittel plus 1 Fünftel minus 1 Siebtel und so weiter bilde, diese alternierende Summe, dann gibt es am Ende Pi Viertel. Und das kann man beweisen, das ist Oberstufe im Gymnasium aus der Tangensfunktion raus. Aber das ist sehr, sehr langsam. Und das heißt, um nach der Formel die ersten 3 Nachkommastellen korrekt zu bekommen, muss man unglaublich lange rechnen. Wie lange man da rechnen muss, schöne Aufgabe für den Leistungskurs in Mathematik. Ich muss mir erst noch mal was anderes klar machen. Die Kreiszahl Pi ist eine transzendente Zahl. Das heißt, es ist unmöglich, sie mit ganzen Zahlen oder Brüchen und Wurzeln auszudrücken. Deswegen ist die Quadratur des Kreises unmöglich, sagen die Mathematiker. Zur Entspannung eine Partie Billard, aber da kommt schon wieder eine spezielle Zahl ins Spiel. Die schwarze 8. Die Kugel, die erst als letzte versenkt werden darf. Die 8 ist in vielen Kulturen eine Glückszahl. Die Chinesen lieben sie. Der Hindu-Gott Vishnu hat 8 Arme. 8 Menschen retteten sich auf die Arche Noah. Und da war doch noch etwas mit der 13. Wenn es nicht schon genügend Zahlen und Zahlensysteme gäbe, man müsste sie erfinden. Denn mit Hilfe von Zahlen und Formeln hat der Mensch gelernt, seine Umwelt zu beherrschen, sie irgendwie zu berechnen. Da sind zum Beispiel die heute noch faszinierenden Zeltdächer im Münchner Olympiagelände. Mathematisch gesehen ist das luftige Bauwerk eine Seilnetzkonstruktion. Die Vorspannung der Seile musste extrem exakt berechnet werden, denn eine minimale Abweichung der Dehnung der Seile unter Last hätte fatale Folgen auf die Stabilität der gesamten Konstruktion, die in gewaltigen Betonfundamenten ruht. Statik, Physik, Geometrie und ausgefeilte Berechnungsmethoden machten das Olympiazeltdach überhaupt erst möglich. Dass sich dabei niemand verrechnet hat, kann man bis heute sehen. Der Blick auf das Spielfeld wird durch keine einzige Strebe verstellt. Genial und schön dank magischer Zahlen. Zahlen, mit denen schon die alten Baumeister meisterlich umgegangen sein mussten. Ganz ohne Taschenrechner. Ich schaue mir dazu einmal den Dom von Eichstätt in Bayern an. Darin steckt neben Baumeisterkunst auch jede Menge christliche Zahlenmystik. So gibt es im Inneren 3 Altäre. Die 3 war im Mittelalter das Symbol Gottes.
4 Grabreihen gibt es im Mortuarium des Doms. Die 4 steht für das Irdische, das Vergängliche. Aber zurück zur Mathematik im Hier und Heute. Woran arbeiten Sie aktuell? Haben Sie mit Dreiecken und Kreisen zu tun? Ja, auch. Also im Moment ist eine Sache, die mich fasziniert, sind so Zerlegungsprobleme. Da gibt es ein Problem, das also auch für ein Dreieck nicht gelöst ist. Nämlich ein Dreieck in 6 gleich große Flächen zu unterteilen, die auch den gleichen Umfang haben. Die Aufgabe funktioniert bei einer Unterteilung in 3, 4, 5, 7 oder 8 Teile. Aber nicht mit 6. Warum? Ein Geheimnis der Zahlen.